seit Jahrzehnten, seit Jahr. So, willkommen, ich grüße euch alle. So, als erstes wollte ich zeigen, wie man Shana fragte, wie man Namen ändert. Also hier kann ich mir, hier ist ein Stift, seht ihr, wo das ist hier? Hier ist ein Stift, scrollt ihr rauf, gibt euch ein Nickname, Joe, Enter und dann könnt ihr einfach auch schreiben. So, um den Nicknamen zu ändern, könnt ihr hier auf diesem Dreieck klicken und dann könnt ihr nochmal Login machen und nicht Login. Kannst du auf diesen Stift gehen und euch einen anderen Namen geben. Ciao, Joe. Ciao, ich. Okay. Dann schreibt ihr und dann erscheint euer Name einfach so. Gut. Ich habe jetzt keinen Regieplatz, falls man nicht gut hört, bitte ich euch, das zu sagen. Okay, dann willkommen hier in alle in dieser Schule der Fernwahrnehmung. Gerne, Shana. Ich freue mich, dass dieser Kanal einfach auf GTV genutzt wird, um voneinander zu lernen. Das heißt, immer das, was euch beschäftigt, können wir das natürlich auch als Thema machen. Als erstes wollte ich gerne Sabine, guck mal, wie du heißt, ne? Eben, Sabine ist nicht da. Okay. Ich wollte, bevor wir in das Thema einfach auch reingehen, einfach schauen, diese Termine in Berlin. Niki, bist du da? Nein. Also die Namen, nochmal den Namen der. Kongress haben viele verstehen das nicht, was es ist. Deswegen haben wir einfach auch gedacht, Niki und Melanie und anderen Festival der Talente. Und da wollte ich gerne das nochmal klären. Und fragen, was euch einfällt. Also eins in Berlin, eins in Stuttgart machen, eins in Graz, eins in Kroatien und da, wo ihr wollt.
in Italien. Okay, soll ich ein bisschen lauter gucken? Kann das hier umdrehen. So. Jetzt, ja. Ja, meine Grafikkarte macht Geräusche. Naja. Danke, Werner. Wer kränkelt denn hier? Nee, das ist jetzt nicht mit dem Headset. Ich kann das auch auf dem Headset umstellen. So, vielleicht ist besser. Mit dem Headset, ja, ist besser, ja. Okay. Ja. Ja, jetzt nutze ich dieses Mikro. Okay, ich hätte gerne für eben für unsere Messe, Kinderkongress, ein neuer Name. Und gestern Abend, Sabine hat es mir ein bisschen erzählt, gab es einfach auch gute Gedanken, finde ich ganz toll. Zum Teil ist einfach auch schon in Leipzig entstanden. Oh, danke, Werner. Der Techniker aus der Ferne. Ja, Samstag werden einige hier zu Messe kommen. Hier ist eine Messe, neue Energie, sage ich euch gleich. Also bei Konferenzen, GTV, ist einfach die Messe Neue Deutschland, neue Energietechniken und neue Gesellschaftsstrukturen. Und hier könnt ihr einfach auch die Info klicken. Und in GTV könnt ihr euch auch hier ein paar Videos angucken, wo das vorgestellt wird. Okay. Okay, habt ihr Ideen über, wie wir das nennen können? Also Festival der Talente. Gut, dann übernehmen wir das. Okay, keine Resonanz. Dann mache ich weiter.
Festival der authentischen Talente in der neuen Zeit. Wow, das hört sich besser an. Sind da Fehler drin? Nein. So. Ich nehme an, groß geschrieben, ne? Festival. Niki. Okay. Gut, dann können wir anfangen. Vorbereitung für die neue Zeit, für das goldene Zeitalter. Ah, Festival der goldenen Talente. Ah. Festival, schreibt man groß, ne? Ja. Festival der goldenen Talente. Ja, schön. Festival der goldene Talente. Ist so richtig? Goldenen. Okay. Danke. Ah, ich muss ja meinen Namen ändern. Okay. Ja, fühlt sich das gut an? Festival der goldenen Talente. Oder Talenten. Ja, wow. Dankeschön. Okay, dann kommen wir zum, ja, Dankeschön. Eben, fragt weiter, ne, dass wir das, wie sich das anfühlt und sagt einfach auch Bescheid. Okay, dann gehen wir in die Fernwahrnehmung.
Fühlt, spürt mal, was für Götter hier mit uns sind. Fühlt mal, fühlt mal. Und lade euch ein, einfach freizugeben eure goldene Talente. Wow, hört sich gut an. Es freizugeben, dass ihr es seid. Ich lade euch ein, strahlt eure goldene Talente jetzt aus. Wow, wow. Alle strahlen aus, das ist unsere Kraft, unsere Macht. Strahlt eure Größe aus, hier, in GTV. GTV ist dein TV. Sag ruhig, ich mache Fernsehen. Das heißt, du machst Fernsehen, weil du mitbestimmst, mitaktiv bist, mit deinem ganzen Sein einfach auch dabei bist. Wenn ihr euch vorstellt, ihr macht TV. Ja, einfach so. Okay, dann gibt es noch Fragen, sonst gehen wir ins Thema. Ich spüre ein göttliches Einhorn mit einem goldenen Strahlenkranz auf dem Kopf. Das Christus-Einhorn. Wow. Wann steigt denn die nächste Party? Schon eine geplant? Ja, wir können das, ihr habt das gestern gefragt, gerne in Berlin machen. Ja. Wieder ein, ist ein Komiker, oder? Okay, Melanie, hallo, ich grüße dich, umarme dich. Ich lade dich in deinen ganzen Glanz zu strahlen. Ich lade dich ein, strahl mal, das geht, das können wir. Breite dich aus. Dann haben wir mehr Kontrolle über die Sache. Wenn wir uns ausbreiten, haben wir mehr Spielraum, mehr Freiheit. Okay, Melanie, könnte ich den Termin wissen? Buja, ich verstehe nicht. Ich denke, ich banne dich. Falls was ist, schreib eine E-Mail, ne? Falls es falsch ist. So. Dezember. Ah, okay. Ah, da ist auch die Sendung aus Graz auch. Indigo Palava am 11. passt dazu.
dann würde ich das 10. und 11. machen. Aber ja, okay, 11. ist Inner Circle Berlin, aber ich würde einfach ja, das 5. Talent Festival der Goldene Talente machen. Ah, okay. Ja, ich würde das gleich als nächster Kongress machen. Muss ja nicht so groß sein. Wir können in Kino am Ufer fragen oder woanders. Wir haben jetzt genug Zeit. Was meint ihr? Also 5. Festival der Goldene Talente, 10. und 11. Dezember in Berlin. Oh, über Silvester. Okay. Na, ich finde gut. 10. und 11. Dezember, 5. Festival der Goldene Talente. 10. geht gut. Für alle, die die Wiederholung sehen, die können den Chat dann nicht mehr sehen, dann jo. Zehnte und 11. Dezember. Okay. Gut, dann ist gebongt. Dann können wir schon einladen. Alle, die sich ins goldene Zeitalter. Wir können das, ja, wir können das auch. Wir sind sowieso jeden Abend verbunden, fast. Wir können schon anfangen zu planen. Oder wir können eine Sendung machen, eine interne, wo wir das einfach auch tun. Das heißt, es ist gut, dann vielleicht schon einen Ort zu schauen, der die Ehre haben möchte, uns zu haben. Es gibt ja genug in Berlin. Also diese Kino am Ufer war ideal. Okay. Ja, wissen alle, ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben, falls in den Chat nicht reinkommt oder so. Oder ich kann das nochmal gerne zeigen. Ansonsten sind immer Hinweise. Hier Anleitungen zu GTV-Chat. Ne? Also wo ihr reinkommt, hier sind Anleitungen. Okay, nochmal die Einladung, alle sich in ihrer Größe zu fühlen, sich auszubreiten, so wie Dario das gesagt hat, sehr mutig, sehr mutig. Also schöner könnte ich mir nicht vorstellen. Wie war das? Ich spüre ein göttliches Einhorn mit einem goldenen Strahlenkranz auf dem Kopf.
das Christus Einhorn. Wunderbar. Wunderschön. Also, dann haben wir schon drei Referenten, Melanie, Jit, Sabine. Dario, bist du dabei? Shana, kommst du auch? Werner, Verena, Miki, Markus, Ron. Nicht schon wieder. Yeah, okay, gut. Dann brauche ich nur zu kopieren. Okay, Shanna. Würde mich freuen. Okay, dann starten wir. Mit der Frage von Shanna. Weißt du, was mich interessieren würde? Ich merke in letzter Zeit immer intensiver, dass negative Schwingungen so viel Raum einnehmen wollen. Und damit umzugehen, ist ganz schön schwer, sehr kräftezehrend. Dario, kopieren meinst du, dann brauche ich nicht immer neue Bilder in den Festival. Okay. Ja, was Shanna meint, ist wirklich der Geist der Zeit, dass ich merke in letzter Zeit immer intensiver, dass negative Schwingungen so viel Raum einnehmen wollen. Und damit umzugehen, ist ganz schön schwer, sehr kräftezehrend. Ja, wie war es für dich, Shanna, den Satz, dass du, also wie es mir einfach auch öfter geht, wenn ich auch in die Stadt laufe oder einkaufen gehe, versuche ich einfach auch bei mir zu sein und in meinem Strahlen zu sein. Das heißt, wir Menschen von Natur aus haben in uns, das ist in unserer Natur, diese göttliche Strahlen, wir strahlen Göttlichkeit aus. Das heißt, wir brauchen uns nur daran zu erinnern und uns auszuweiten, auszuweiten, auszuweiten. Und im Umgang mit anderen Menschen merke ich schon, dass die anderen woanders sind, aber irgendwie gucke ich einfach auch, dass ich immer bei mir bleibe. Könnte anstrengend sein, aber je öfter wir das machen,
dann wird es von Anstrengung zum Genuss. Bleib bei dir. Oh, bleib bei dir, bleib bei dir, bleib bei dir. Sei da, da, da. Einfach da sein, einfach da sein. Sich fühlen, den Geist fühlen, den Körper fühlen, da sein. Und es kommt immer in Strahlen raus. Dein Zentrum spüren. Und du bist da. Du läufst und du bist da. Du sprichst jetzt in TV oder guckst GTV und du bist da. Und du strahlst. Deine Aura weitet sich aus. Lichtlein und Farben um dich herum schwingen. Und du bist glücklich. Klappt das? Oder klappt das nicht? Also Melanie, ich will ein neues Bild. Gerne. So, gestern Abend haben wir in Leipzig, wir wollen weitermachen. Wir werden andere Termine in Leipzig machen, also regelmäßig, mindestens einmal die Woche. Ein ganzes Team von Weltenwandel, viele sind bereit, da weiterzumachen. Die wichtigste Frage, nein, Ende November ist zu spät, wir müssen jetzt gleich weitermachen. Das war in diesem Wertschätzungsworkshop, was wir Dienstag gestern gemacht haben, die häufigste Frage. Shana, von der Anstrengung zum Genuss, das klingt wundervoll. Verena, was mir gut tut, rechte Hand auf das Herz, linke Hand auf den Bauch und die Hände auf den Ohren. Nein. Und in die Hände einatmen. Ah ja. Wow, wunderbar, Verena. Es ist einfach so, dass die Natur immer gewinnt. Stellt dir vor, 3000 Atombomben auf die Erde. Die Natur ist unzerstörbar. Die Natur, das sind wir. Wir können etwas anrichten, aber den Kern lebt weiter. Dann wird es vielleicht x 100.000 Jahre oder was weiß ich. Und dann geht es weiter. Für die Natur gibt es keine Zeit. Das heißt, wir sind die Natur und wir strahlen Freundlichkeit, wir strahlen Glück, Stille, 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 Stille. Diese wunderbare Stille, die in uns ist. Jederzeit da ist, abrufbar ist. Ich lade alle Neue ein, auch in den Chat zu schreiben. Wenn jemand nicht weiß, wie, kann natürlich einfach auch fragen. Ne? Von der Anstrengung zum Genuss. Shana, wirklich jederzeit, was ist mit Stresssituationen, in denen man sich gefangen fühlt? Danke, Shana. Ja, mir geht es auch so. Es gibt manche solche schlimme Stresssituationen. Und
Ja, du brauchst dich nur an dich zu erinnern und kommst zu dir und bleibst da. Stress drumherum, Stress drumherum, Stress, Stress, Stress und du bist bei dir. Das bei sich sein ist Natur. Man muss nicht 300 Jahre meditieren, das können wir einfach jederzeit bei dir, bei dir, bei dir. Und was wir, wenn du unsicher bist, ob du bei dir bist, ein bisschen Hilfe brauchst, dann nimm dir, geh rein durch zum Beispiel die Aufmerksamkeit von Markus oder von Schelka. Also, oder Verena. Das heißt, geh immer, nimm dir einfach die Hilfe des Bewusstseins der anderen. Das steht alles zur Verfügung, kostenlos. Hole dir einen Moment in dein Leben, wo du jemanden gespürt hast, der total ruhig war. Und geh mit in diese Ruhe. Alles, was im Universum ist, gehört dir. Also Stresssituationen sind für mich schon, wenn ich mich nicht entscheiden kann, was ich machen soll. Ne? Drumherum sind alle nervös oder sind negativ drauf oder sind... Und du bleibst Beobachter und bleibst einfach bei dir. Und fühlst deinen Körper und fühlst deine Seele, fühlst deinen Geist und drumherum ist Stress. Ich kann die Entscheidung treffen, in den Stress zu bleiben oder in Stress zu sein, aber ich kann auch jederzeit die Entscheidung treffen, in die Stille zu gehen. Also diese Stille, was jeder Pflanze und jedes Katze oder Tier einfach auch kann, die ist immer in uns. Fühlst du das jetzt? Vielleicht machen wir einfach auch so, also ich lade jetzt ein mit der Kraft von allen, die da sind, ich lade alle ein mitzuwirken, die vielleicht jetzt in Stille sind. Ich lade jetzt ein, die in Stille sind, eine goldene Aufmerksamkeitskugel jetzt entstehen zu lassen oder zu stärken. Ich denke, die ist immer da. Und für alle, die jetzt dabei sind, die jetzt live sind, die möchten, einen Kreis zu bilden, wo jeder sich von dieser goldenen Kugel angezogen fühlt. Das heißt, für alle, die noch unsicher sind, ob sie von den negativen Schwingungen um sich herum bei sich bleiben können, lade ich ein, die Kraft zu nehmen, die von jetzt alle gestrahlt wird, ausgestrahlt wird, die jetzt hier live sind. So, diese Stille bildet sich, zentriert sich. Kommt von vielen Seiten eine wunderbare, schöne, göttliche, genüssliche, geile Stille. Wow! Ist nicht langweilig, Stille ist aufregend. Boah! Stille, aus der Stille kommt Kraft, Schöpferkraft, Energie, Erfindungen, Ideen, Kraft. Vitaminen. Und
schwinge mit, rutsche einfach in diesen Kreis, den wir gebildet haben, die, die sich gut in Stille fühlen, rutsche in diesen Kreis. Niki wird jetzt diesen Kreis mit dem ganzen Stress, den wir alle haben, wirbeln lassen, auch wenn sie vielleicht noch nicht da ist oder nicht da ist. Ihre Seele hört es und hilft uns. Dario wirkt auch mit. Und lass dich einfach in diesen Strudel reinrutschen, der Niki jetzt gestartet hat. Lass dich durchmischen, den Stress, die Spannung, das Negative drumherum. Und nochmal lade alle ein, die in den Stream jetzt sind, diesen inneren Kern der Stille durch von alle Zuschauer zu stärken, noch mehr zu stärken, noch mehr zu stärken, größer werden zu lassen. Das ist Kommunikation, nicht mentales Austausch von etwas, was man gehört hat, sondern zusammen wachsen, sich untereinander helfen, Bewusstsein ausweiten, ausbreiten. Wir sind Internet. Wir können das. Wir verbinden uns besser als Handy, besser als DSL 100.000, up and down. Unser Bewusstsein breitet sich aus auf alle Ebenen. Klarheit, Schönheit, Licht. Auch Dunkelheit ist ein Teil des Lichts. Breiten sich aus. Und wir können das. Wir konnten das immer. Wir kommen nicht nur nicht auf die Idee. So, alle, die jetzt dabei sind, die sich noch unsicher fühlen, rutschen in der Mitte und werden von dieser Kugel, die sich entwickelt hat, beschleunigt. Gewirbelt und nehmen einfach auch langsam Schritt für Schritt die Ruhe, Glück, Entspannung, kreative Schöpferkraft, die aus dieser Stille kommt. Und mit dieser kreativen Schöpferkraft hat keine Chance, irgendeine niedrige Energie sich einzumischen. Denn diese niedrigen Energien sind nicht menschlich. Die sind nicht da. Die sind nicht die Realität. Denn Stress ist nicht die Realität. Weil ich kann jederzeit ins Zentrum kommen. Shana, auf Herzhöhe entsteht so eine starke Wärme und meine Füße sind eiskalt. Ja, wenn die Füße eiskalt sind, danke Shana, dann entscheide kurz mit dieser deine Schöpferkraft, triff eine Entscheidung, was du machen möchtest. Ein paar Schritte. Entschuldigung. Oh, erinnert mich, dass ich okay. Wenn ich falsch einblende, ich bin nicht, ich gucke nicht immer.
Okay. Danke, Melanie. Eben, aus dieser Schöpferkraft trifft die Entscheidung, welche Schritte du heute machen möchtest. Du sagst, Mensch, jetzt will ich mein Zimmer aufräumen zum Beispiel. Egal, auch irgendwelche doofe Sachen. Ne? Alles ist einfach auch gut. Oder du kannst deine Füße auch in diesen Strudel reinsetzen. Aber ich finde einfach auch schön, eben ein paar Schritte, aktive Schritte, die du einfach auch machen möchtest. Entscheide jetzt irgendetwas und die Füße werden warm. So etwas nicht, wo du hingehst, etwas, wo du aktiv machen kannst, machen willst. Zum Beispiel Talentenfestival in Stuttgart. Mensch, sind so viele neue Zuschauer, ihr könnt gerne schreiben. Ständig kommen neue. Aber so still hier im Chat. Shana, ja, Jit, du hast recht, das ist ja witzig, das kribbelt voll. Danke. Melanie, das Stille ist jetzt heute sehr schön. Ja, Melanie, das haben wir zusammen kreiert in Leipzig. Also danach vielleicht kommt ein bisschen in der Nase oder ein bisschen Müdigkeit, weil man einfach auch nicht nach innen geht in diese Stille. Ich lasse mich nie stören, auch wenn irgendwelche so große Sachen sind. Und also ich schaffe es oft, meistens einfach auch bei mir zu bleiben. Oder alle fragen mich, was wollen, dass ich rausgehe, in deren Mind gehe, höre ich ein bisschen, dann gucke ich mir die Augen an oder den Po oder irgendwas und muss nicht immer intellektuell folgen. Das heißt, gucke ich schon oder folge ich ein bisschen und dann lächle ich einfach oder umarme oder so, ne? So dass ich mich nie irgendwo reinziehen lasse und versuche einfach meistens einfach auch bei mir zu bleiben. Ach, hier wird weitergeschrieben.
Verena, das Gegenteil von Stress ist Stille. Shana ist der Grund, warum der Stress kommt. Und dich in Stille zu bringen. Ja, manchmal, manche Situationen, die, genau Verena, die wirklich, boah, ne? Zack, zack, nie in Mind bleiben. Das ist die Hölle sonst. Und die Entscheidung treffen wir. Wir können immer in diese Stille reingehen, meistens. Ja, manche Momente sind schwierig, aber dann kommen wir einfach auch wieder rein. Ich fände die Stille auch mal ein schönes Thema. Aha, Verena, wenn der Stress nicht da wäre, könntest du vielleicht die Ruhe, Stille nicht so wahrnehmen. Aha, okay. Aha, Shana, stimmt ja. Und ich muss gestehen, dass mir die Stille auch ein wenig unheimlich ist. Dankeschön, Shana. Ich renne manchmal förmlich davon. Schön. Ja, okay. Natürlich, wenn wir in die Stille gehen, dann melden sich die Monsterchen, die Geister, die Emotionen, alles, was wir nicht erledigt haben, ne? Aber trotzdem. Ja, den Zugang zu dieser Stille hast du immer. Wenn wir vielleicht nicht so ganz in diese Stille kommen, dann, ja, dann kommen unerledigte Sachen. Aber wir können, wenn du willst, können wir bei dir schauen, was unerledigt ist. Wir können schauen, irgendwann, wenn du willst, machen wir eine Monstersendung und gucken wir mal, wenn wir in die Stille gehen, welche Monsterchen kommen können. Shanajit mit Stille ist aber die innere Rast immer oder so gemeint. Oder? Nee, mit Stille ist nicht innen halten. Nein, Stille ist unsere Natur, Stille ist der Kern. Aber wie gesagt, sollen wir uns ein Monster gucken, der bei dir ist? Aha, ich frage mich, wie man von lärmenden Kindern seine Stille finden kann. Ja, einfach in die Stille gehen. Einfach auf sich, in sich, bei sich, jetzt. Drumherum schreien alle. Mach vielleicht dieses Experiment. Geh in eine Kneipe, die total voll ist. Setze dich an einem Tisch alleine und guck. Sei Beobachterin, Beobachter von alles, was die Leute sich erzählen. Und bleib bei dir. Geh in eine Kneipe allein, wo 1000 Leute sprechen, sehr laut. Und bleib bei dir. Du wirst sehen, der Kellner wird dich sofort sehen. Weil der Magnetismus ändert sich dann.
Markus. Shana hat heute Morgen etwas Schönes aufgenommen. Wenn du magst, dann kannst du es auf meine Seite anhören. Das wird dir gut tun. Es passt dazu. Okay, Shana, ist okay? Sehr okay, gut. Eben, wie gesagt, wenn du sagst, wenn ich in Stille gehe, ist mir manchmal unheimlich, dann würde ich einfach auch mal mir die Monster angucken, die drin sind. Ne? Die Monster der Angst, die Monster der unerledigten Emotionen, die Monster im Familiensystem, alle, die noch anklopfen und so weiter. Das ist einfach auch einfach, die einfach auch wahrzunehmen, und dann je mehr man wahrnimmt, Klarheit da ist, desto leichter ist es dann einfach auch bei sich zu bleiben. Dankeschön. Sabine ist in der Badewanne. Gut, ich bin zufrieden. Habt ihr noch Interaktives, ein Thema oder so? Okay, dann das war's für heute. Nochmal alle Aufzeichnungen von Kinderkongress. Wenn ihr sucht, ihr klickt irgendwo in Kinderkongress oder ihr geht direkt über Konferenzen. Hier sind die ersten Videos. Also hier sind praktisch wie viele, also die sind natürlich ungeschnitten und so, aber sind schon eine ganze Menge Video, auch das von gestern Abend. Und dann klickt ihr auf irgendein Video und kommen die.
heißt, praktisch alle Aufzeichnungen sind schon hochgeladen worden und einfach auch zu sehen und zu genießen. So. Einen herzlichen Dank an euch alle, fühlt sich schön an. Danke, Shanna. Verena ist auch zufrieden. Tschüssi. Bye. Ja, morgen haben wir, morgen und übermorgen haben wir Konferenzen. Melanie, gute Nacht. Ich glaube, Sabine hat es schon geschrieben. 20. Okay, morgen ist die Angelika Arnolds aus den Azoren. Wir können morgen eine Reise in die Azoren machen. Sie erzählt uns von den Delfinen und ihren Erfahrungen. Sie ist eine sehr weise Frau. Dann ist Gerd Valentinelli, 22.30 Uhr. Und dann am Freitag haben wir zwei Sendungen mit Italien. Moment mal. Könnt ihr gerne einfach auch teilnehmen. Ja. Am Freitag haben wir eine Sendung 21 bis 22 Uhr über Beziehungen auf Italienisch-Deutsch, also mit unserer italienischen Gruppe, und 22 Uhr über weibliche oder sexuelle Energie. Sabine wird einfach ein bisschen ihre Arbeit vorstellen. Jo. Dankeschön. Tschüss. Ist noch was? Komm in den Chat. Okay. Buonanotte. Und bleibt die ganze Nacht in diesem stillen Bewusstsein. Die ganze Nacht, es ist wie Baden, basisches Baden. Mit Stille. Wunderschön. Ich danke euch allen, die dazu beigetragen haben. Dicker Kuss, Sabine auch. Tschüss.